Die deutsche Basketballnationalmannschaft peilt in der Qualifikation für die WM 2019 gegen Österreich den 5. Sieg im 5. Spiel an. Wir sind klarer Favorit, alles andere wäre Quark, sagte Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Duell am Freitag, 19.30 Uhr in Braunschweig. Das Hinspiel hatte die Auswahl des Deutschen Basketballbundes im November 2017 mit 90:49 in Wien gewonnen. Man darf Österreich nicht unterschätzen, sagte Rödl trotzdem, sie sind ein stärkeres Team als beim letzten Mal. Allerdings sind auch die Deutschen besser einzuschätzen, denn erstmals in der Qualifikation wirkt NBA-Jungstar Dennis Schröder von den Atlanta Hawks wieder mit. Die ersten Qualifikationsspiele fanden parallel zur Saison in den USA statt. Wir können sehr viel schaffen, sagte der 24-jährige Schröder, der gegen Österreich unbedingt gewinnen will. Das ist auch Rödls Ziel, die Rollen sind klar verteilt. Wir haben einen guten Anfang gemacht und stehen gut da, Schröder soll das Team anführen. 3 Tage nach dem Duell mit Österreich geht es am Montag in Novi Sad gegen den Olympiazweiten Serbien weiter. Nach 4 Siegen in 4 Spielen hat Tabellenführer Deutschland einen der ersten 3 Plätze in der Gruppe G bereits sicher. In der 2. Runde werden 4 Sechsergruppen gebildet. Punkt. Die ersten 3 jeder Gruppe dürfen 2019 an der WM in China teilnehmen.